Das Thema Griechenland, das scheinbar ganz von der Agenda verschwunden war, meldet sich zurück. Wieder wird verhandelt, wieder wird Druck gemacht. Die Gläubiger, also die europäischen Institutionen und der IWF, stellen ganz überrascht fest, dass wieder das nicht erreicht wurde, was sie sich angeblich erhofft haben, nämlich große Überschüsse. Tatsächlich hat man ja Griechenland im letzten Sommer nochmal ein brutales Sparprogramm diktiert, Rentenkürzungen, Mehrwertsteuererhöhungen. Und das Programm hatte eben das Ergebnis, was die Vorangegangenen auch schon hatten. Die Wirtschaft ist weiter zusammengebrochen, das Defizit ist größer geworden und nicht kleiner. Jetzt wird gefordert, wieder ein neues Sparprogramm und noch ein extra Sparprogramm obendrauf. Nur weil Frau Merkel nicht zugeben will, dass es ein riesiger Fehler war, das bankrotte Land 2010 auch mit deutschem Steuergeld aus der Misere zu kaufen und damit Milliarden bei den Banken, vor allem bei französischen und deutschen Banken, zu retten, während Griechenland durch diese fortgesetzte Kürzungspolitik immer tiefer in die Krise hineingestürzt wurde. Und deswegen sagen wir, Schluss jetzt mit diesem Wahnsinn. Griechenland ist überschuldet. Griechenland braucht keine neuen Kredite, sondern endlich einen Schuldenschnitt und endlich ein Wachstumsprogramm. Sonst geht die ganze Misere weiter. Das ist unverantwortlich.